sogenannter Winterstart mit Musik und Party gehört zur Schladminger Planei wie der Schnee. Am Freitag, den 4. Dezember 2015, feierten 10.000 Fans beim größten Skiopening der Alpen und ließen die Nacht zum Tag werden. Mit insgesamt 4 Top-Acts wurde am Fuße der Planei ein wahres Festival gefeiert. Christina Stürmer, Fritz Kalkbrenner, Bilderbuch sowie die US-Stars Tenacious D, welche in Schladming ihr einziges exklusives Europakonzert spielten, sorgten für ein musikalisches Feuerwerk und brachten das Stadion zum Beben. Gelaunt und unter großem Medieninteresse präsentierten sich die Künstler bereits am Nachmittag auf der Planei bei einer Pressekonferenz der anderen Art. Baby, 1, 2, 3, baby, check, baby, check, baby, 1, 2. Yeah, we had some good schnitzel last night. Well, I had the schnitzel, you had the steak. Jack and I were competitive skiers in our early days. Oh, yeah, 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 yeah. That's just a taste. That's all you get for free. You gotta buy a ticket. You want more, you buy a ticket. Webergrill sorgte auf der Terrasse der Schafalm mit einer Wintergrillshow und Spezialitäten vom Grill für Gaumenfreuden. Auch die Verantwortlichen des Skiopening Festivals zeigten sich sichtlich zufrieden über dieses große Staraufgebot und freuten sich auf den bevorstehenden Konzertabend. Ja, ich freue mich, dass 10.000 Gäste kommen werden. Das ist natürlich riesig. Ich freue mich zweitens, dass wir Schneebilder herzeigen können. Schlussendlich ist ja die Bergbahn Planei veranstaltet, die Ski-Openings. Und naja, wir leben vom Schnee und wir zeigen heute Schnee. Und natürlich freuen wir uns auch auf ein top musikalisches Programm. Ja, und das zusammen ist fast ein Doppel-Jackpot. Tenacious D ist wirklich eine große Nummer in der Medienwelt und wir haben tolle Abdrücke erzielt. Und man kann euch nur gratulieren. Also die Planei ist natürlich mit dem Innovationsgrad immer ganz vorne dabei. Und wir sind auch ein bisschen stolz drauf, dass wir die in der Region haben. Ja, in jedem Fall ist wieder eine hervorragende Mischung gelungen. Ich bin natürlich ein Fan von der Christina Stürmer, aber ich freue mich natürlich auch über die internationalen Acts und vor allem auch über die Newcomers, die auch mit auf der Bühne sein werden. Und da wird sicher ordentlich die Post abgehen. Und ich freue mich, dass es in so einer herrlichen Kulisse auch wieder möglich ist, die Gäste willkommen heißen zu können. Ja, das ist immer ein Erlebnis, wenn solche Spitzenmusiker und Künstler auftreten, international und national. Ich glaube, es werden über 10.000 Leute heute mit dabei sein. Das ist einfach eine Wucht. Mission accomplished. Good times. Woo!